meine Lieben, heute ist ein wundervoller Tag für Bücher. Da oben steht irgendwo Dauerwerbesendung. Wir reden hier jetzt richtig viel über Bücher. Und ja, das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und deswegen ist es eine Werbesendung. Außerdem liegen alle Rechte für Cover und so weiter bei den Verlagen. Das haben wir uns jetzt hier nicht zusammengeschustert. Also ja, und dann sind wir mit diesen Sachen durch und können einfach starten. Wir haben euch nämlich vollgepackt. Und ja, ich will nicht, dass es noch viel länger ist als eine Stunde zehn oder so, weil dann habe ich Probleme mit dem Uploaden, weil der eine Computer das nicht macht und ach, ganzer technischer Kram will ich euch gar nicht mit belasten. Jedenfalls, dann wird es für mich komplizierter. Und da ich ein voller Mensch bin, möchte ich so unkompliziert wie möglich halten und deswegen werden wir jetzt hier mehr oder minder erstmal losgaloppieren und starten. Ja. Okay, so, als allererstes ein großes Dankeschön an die lieben Kommentare, die ihr uns schickt und die Rückmeldungen, die genau. Tipps und vielen Dank auch für die Komplimente. Ihr gebt uns wirklich Rückenwind und natürlich macht es dann doppelt und dreifach so viel Spaß, hier zu sitzen und euch zu berichten, was wir gerade lesen. Genau, und zwei von euch haben uns tatsächlich etwas Handfestes geschickt, und zwar einen Brief und einmal etwas mehr. So, und wir fangen jetzt erstmal an mit dem Brief. Liebe Nina, vielen Dank. Du hast uns eine große Freude damit gemacht, dass du uns diesen Brief geschickt hast. Wir wissen jetzt auch, wie du aussiehst. Ja, und es muss dir gar nicht blöd vorkommen. Das ist lieb. Es ist einfach sogar lieb. Sehr lieb. Es ist einfach eine ganz liebe Geste, dass du dich gezeigt hast jetzt hier in diesem Brief und wir wissen, wie du aussiehst. Also vielen Dank und es ist ein sehr motivierender Brief für uns auch weiterzumachen und für euch regelmäßig da zu sein und so weiter. Und deswegen kommt der jetzt auch in eine extra Kiste, die wir noch nicht haben, die wir erstmal... Naja, wir sagen schon. Wir haben einiges schon, aber wir brauchen jetzt eine neue extra Kiste. Das sind jetzt die motivierenden Sachen, die wir aufschlagen und so weiter, wenn... Ja. Mal die Luft raus ist. Die Luft raus ist, genau. Ja. Oder wir geärgert wurden. Genau, das ist jetzt die Post, sagen wir Glimmerfeen... Nach der Pause, die Glimmerfeen 2.0, die Glimmerfeen 1.0 haben wir immens viel Post bekommen. Deswegen, die Glimmerfeen 2.0 brauchen eine neue Kiste. Und da kommt das rein. Genau. Dazu gab es noch diese Postkarte. Vielen Dank auch dafür. Darauf steht, nur Mut, ein einziger fallender Baum macht mehr Lärm als ein ganzer wachsender Wald. Also vielen Dank, Nina. Du hast uns sehr viel... sehr viel Freude mit diesem Brief gemacht. Und danke. Es kam auch gerade richtig, weil wir an dem Wochenende ein bisschen angeschlagen waren. Und also ich hatte mir die Hand verbrannt und solche Sachen halt. Und da kam das natürlich genau richtig, Balsam auf mein Händchen. So, und dann haben wir einen ganz süßen kleinen Mann geschickt bekommen. Der klebte hier auf dieser Karte. So, ich zeige euch den mal. Ihr erkennt ihn wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ihr ihn wirklich erkennt, weil zwei Gesichter und wir haben da die Gesichtsfunktion. Genau, aber ihr könnt es euch denken, es ist Jack Skellington. Und natürlich, wir beide als Tim Burton-Fans freuen uns riesig darüber. Und wir hatten tatsächlich nichts mehr von Lego hier. Und wir gucken zwar immer den Held der Steine, aber wir... haben kein Lego. Wir sind also nicht die super Lego-Fans. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Steine, die mal irgendwo in einer Barbie-Box einfach mit drin waren, die wir gekriegt haben. Aber sonst haben wir ja eigentlich in der Regel mehr Playmobil und unseren ganzen... Ja, bei Playmobil. Da waren, genau, wo ich das Piratenschiff gekauft habe. Im Piratenschiff waren, also es war Second Hand und da waren, glaube ich, noch... zwei Steine Lego oder so mit dabei. Einfach nur ganz normale Lego-Steine. So, und das Süße an ihm ist, ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt zu irgendeinem Set gehört. Er kann sich auch verbeugen, wie ihr seht. Er hat hier auch so einen hübschen kleinen Frack an. Und er hat ein kleines Geschenk. Genau, und er hat hier kleine Schneeflocken. Und wir haben uns das so ein bisschen vom Held der Steine auch abgeguckt. Er setzt die ja auch immer, ich weiß nicht, ob das eine Fliese ist, jedenfalls auf diese Platten. Und die
eine Schneeflocke habe ich ihm jetzt auf den Kopf getan, die dadurch über war, und die andere ist jetzt in dem kleinen Päckchen drin. Also ganz, 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 ganz lieben Dank an Tanieri Matthias und Mops Paula. Und die Mopsdame Paula, ja, die jetzt unseren Suppe wacht. Ihr wisst es ja, wir haben ja diese Schwerlastregale und ein Magnet hält er natürlich Bombe, und jetzt kann niemand mehr aus unserem Regal irgendetwas mopsen. So, und es gab noch eine traumhaft schöne Karte dazu. Das ist gemalt. Ich habe das erst gar nicht so richtig gesehen. Und das ist das Märchenschloss Schloss Lichtenstein. Das ist halt ein Aquarell. Und ich finde, das muss sich doch wohl wirklich nicht hinter dem Schornstein verstecken. Da hört man doch schon die Werwölfe, ja, irgendwo. Ich finde, hier müsste nur noch so die Silhouette von einer Fledermaus sein, dann wäre es perfekt. Ja. Und sie hatten da wohl eine Designshow von Disney oder sowas? Du hattest den Nachricht gelesen. Ich hatte es, und ja, ich habe es dir vorgelesen, mein Schatz. Ja, ich weiß es irgendwo. Das war per Instagram dann noch. Ach so, genau. Ja. Lässt sie mich hier lesen. Also auf alle Fälle ist das jedenfalls ein richtiges Märchenschloss. Vielleicht habt ihr ja mal die Gelegenheit, Schloss Lichtenstein euch richtig anzuschauen. Ich finde, es sieht richtig toll aus. Also wir mega, haben, mega schön. Wir haben uns also sehr, sehr, sehr gefreut. Danke, ihr verwöhnt. Und schaut mal, da ist sogar noch eine Zugbrücke. Also wenn da irgendwelche bösen Leute kommen, dann kann man schnell die Schotten dicht machen. Ja, ganz toll. Ihr verwöhnt uns unheimlich. Danke, danke, danke. Und ihr habt auch immer ein gutes Gespür, wann es gerade nötig ist, dass wir so eine kleine Nachricht von euch bekommen. Ja, also es war ein richtiges kleines Highlight. Ich habe Jack ja auch bei mir am Schlüsselbund und er wird jetzt immer schön im Regal stehen und auf uns aufpassen. Ja. Also vielen, vielen Dank. So, kommen wir zum nächsten Thema. Rattern wir es durch. Nein. Genau. Ihr habt, danke, 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 dass ihr die Haarfarbe mögt. Ja. Es hat uns viele Nerven gekostet. Oh, bitte. Oh, so viele Nerven. Ich habe nur noch zu Sina gesagt, bitte, bitte, lass mich jetzt in Ruhe. Ich will nichts mehr von Haarfarben hören. Das ist für mich ein Albtraum geworden. Bitte keine Haarfarben mehr. Jedes Mal, wenn ich heller gehe, mag ich mich nicht mehr leiden. Dann finde ich mich billig. Ich weiß, es hört sich doof an, aber es ist dann einfach so, dass ich denke, du sahst irgendwie vorher hochwertiger aus. Also ja, wir haben uns jetzt auf eine Haarfarbe erstmal eingependelt. Aber zwei verschiedene Firmen, die die rausbringen. Also das war, ich werde euch jetzt gerade meinen Ablauf gerade sagen. Also eine Leidensgeschichte. Ja, nach Schwarz hatte ich sie nochmal blond und dann hatte ich sie kurze Zeit braun. So, deswegen aus diesen Haaren, da gehe ich nicht mehr mit dem Glätteisen oder so rein. Früher bei den alten Videos bin ich immer mit dem Glätteisen drin gewesen, wenigstens. Mal wenn ein ich mit machen wenn so. Ich mit dem Lockenstab, also die waren immer geglättet oder gelockt oder irgendetwas. Jetzt im Moment sind sie. Sind wir froh, dass sie da sind. Ich bin froh, dass sie da sind. Und ich hatte echt Kaugummihaare. Das heißt, ich konnte dran ziehen und dann haben die sich so hochgekräuselt. Ganz furchtbar. So, jedenfalls sind diese, habe ich Farbe entzogen. Mehrfach. Ich glaube, ich habe jetzt im letzten halben Jahr 6 Mal die Farbe entzogen bei meinen Haaren. Ich schalte mich jetzt einfach gleich nicht ab. So, dann habe ich mittelblond genommen, weil die noch orange waren. Dann von Aschmittelblond von Polydiadem. So, dann bin ich auf dann bin ich jetzt gegangen. Ja, jetzt bin ich schon da, wo ich bin. Ich bin sofort zu Honig gegangen. Ja, es war jetzt gar nicht so schwer. Vorher hatte ich sie nochmal Sahara, aber ich habe sie jetzt Honig. Und ich habe Honig vom Polydiadem im Moment drauf. Bei mir, die Haare sind einfach dunkler, weil ich von einer dunkleren Grundsubstanz draufgegangen bin als Mars. Kann es einfach bei der Kamera ganz anders wirken. Also da ist nichts Kupfermäßiges. Es ist ein Goldton. Also sie sind golden. Also jetzt nicht mit einem Orangeton. Hat die Firma, glaube ich, Wert drauf gelegt. Ich habe irgendwo eine Frage-Antwort gesehen und habe dann gesehen, aha, ja, es ist auf jeden Fall darauf Wert gelegt. Dass es keinen Rotstich gibt, sondern dass es wirklich Gold ist. Und ich muss sagen, ich habe keinen Rotstich in den Haaren, was ich jetzt
irgendwo auch ein bisschen schade finde, weil ich hätte gerne so ein richtiges Strawberry Blond. Ja, es ist eine gute Farbe. Also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die jetzt schon gegen das Mittelblond angekommen ist. Aber ja, ich bin zufrieden. Ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich zufrieden jetzt gerade mit den Haaren. Und ja, es ist definitiv Honigblond. Genau. So, und ich hatte jetzt das Problem, dass der Ansatz einfach nicht mitgefärbt werden wollte. Oh Gott. Das war echt ein Problem, weil ich wollte wirklich nichts mehr davon. Wir konnten auch die letzten Tage nicht drehen, weil der Ansatz hat war sich so hell, dass er hat sich sogar nicht. Er hat sich weiß verfärbt gehabt durch die Umfärbeaktion. Und dann hatte mal hier normal die Haare und dann hatte sie, wie bei so einem Streifenhörnchen, sicherlich so einen dicken Streifen weiß. Das sah echt übelst aus. Böse. Und keine Farbe hat gehalten. Das war sehr lustig. Das war nicht lustig. Das war überhaupt nicht lustig. So, und jetzt hatte ich richtig Schiss, was wir da noch machen können, weil ich war am Ende mit meinem Latein, ich habe auch im Internet geguckt, die Leute sagen, ja, über 3-4 Monate habe ich das nicht hingekriegt und dann war auch beim Friseur, hat alles nichts gebracht und jetzt, einer hatte dann geschrieben, Zios. Und dann heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, Sios, probieren wir es doch mal. Ich habe da so eine Farbe gesehen, Honigblond. Ich denke, das ist auch besser. Okay, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Farbe entspricht. Nee, nicht ganz. Ja. Aber was schade ist. Aber was gut ist, es hat die Farbe wieder angenommen. Die Haare haben sich von weiß auf dieses, nicht ganz, aber doch dieses hier. Nicht so wie das, aber doch irgendwo ja, dazwischen. Irgendwo. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich ist egal. Sie kann hat wieder jetzt, unter Leute gehen. Es ist jetzt wieder gut gefärbt und es ist blond und es ist goldig. So, ja, Punkt. Goldiges Mädchen. Ja, so. Und gut. Dann haben wir das jetzt geklärt. Thema abgehakt. Also falls ihr auch die Haare ähnlich haben möchtet, wie wir sie haben, dann probiert es einfach mal mit, entweder mit Sios oder du hast, glaube ich, Polydiadem genommen. Ne? Genau. Ich werde aber auch auf Sios umsteigen. Genau. Ja, hatte ich mir so jetzt auch mal überlegt. Honigblond heißt es. So, dann, genau. Unsere Einzelbuchvorstellungen haben sich ein wenig verändert. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr sie regelmäßig guckt. Ansonsten erfahrt ihr es hier und jetzt. Ihr seht jetzt bei der neuen, dass dieses Buch da liegt. Das haben wir seit sicherlich 10 Jahren und haben es nie benutzt. Jetzt haben wir einen Zweck gefunden. Wir haben endlich einen Grund, es zu benutzen. Hier steht jetzt drin ein gewisser Ablauf, weil ich mir gedacht habe, wir haben alle unterschiedliche Buchgeschmäcker. So, und ich habe mich selber dabei beobachtet, dass ich angefangen habe, mich beim Lesen zu beobachten, was ich denn jetzt schlecht finde, um euch eine gute Rezension zu geben. Das macht mir keinen Spaß. Ich will nicht lesen und denken, wie wo könnte ist das Haar so? Vor allen Dingen, wie könnte das jetzt auf euch wirken? Und wenn ich euch jetzt erzähle, dass das gut ist, fühlt ihr euch vielleicht, als wenn ich euch betrügen würde. Ich muss jetzt also doch euch ganz genau sagen, was alles doof an diesem Buch sein könnte. Darauf habe ich keine Lust. Ich habe einfach keine Lust darauf. Und Sinn und Unsinn von Rezensionen ganz klar, gerade bei diesem Trivial und so, Literatur und so weiter. Es ist etwas, wo euer Herz mit einem Text einfach in Verbindung tritt. So, sagen wir es mal so. Da sind die Orte, die Personen. Es ist so viel wichtig, wie in welcher Stimmung ihr gerade seid. Und ja, es ist etwas sehr, sehr Persönliches. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, das gab eine lange Diskussion, dass es unsere Meinung doch gar nicht so sehr zählt bei dem Ganzen. Natürlich werden wir ehrlich mit euch sein, ganz klar. Wir werden euch ganz ehrlich sagen, was wir von den Büchern halten, wie viele Sterne wir geben. Da sind wir härter geworden. Das heißt, ein 5-Sterne-Buch, wenn wir auch sagen, wir sagen jetzt immer die Sterne dazu, ein 5-Sterne-Buch ist etwas, was richtig, was Anwärter für Monatshighlight ist. Dann haben wir die 4-Sterne-Bücher, das sind Bücher, die wir sehr gut fanden, wo wir aber nicht glauben, dass die haben einfach nicht den Eindruck hinterlassen wie 5-Sterne-Bücher, die sich bewerben mehr oder minder für Jahreshighlight, sagen wir wenigstens Monatshighlight, wisst ihr? Das sind so, ja, 5-Sterne-Bücher, das sind so unsere Top-Titel, die Sachen, die wir wirklich,
wo wir denken, okay, die haben Potenzial, in die Jahreshighlights zumindest mit eingenommen, aufgenommen zu werden oder in die Monatshighlight zu werden. 4 Sterne ist gut, sehr gut, können wir empfehlen, hat uns Spaß gemacht, haben wir gerne gelesen. Dann haben wir die Bücher, die 3 Sterne sind, das sind okay Bücher, also das ist nicht, das war okay, es zu lesen. Wisst ihr, es hat nicht wehgetan, es hat mir jetzt aber auch nicht so eine mega gute Zeit gebracht oder dass ich es jetzt ganz toll oder was auch immer fand. Das sind die Bücher, die nicht einen unbedingt dauerhaften Eindruck hinterlassen. Das sind die Bücher, die man gerade mal so zwischendurch liest, wo man sagt, naja, war ganz nett, aber letztendlich würde ich es nicht unbedingt nochmal lesen wollen. Und dann haben wir 2 Sterne Bücher, wo wir sagen, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Also beziehungsweise, wir haben immer noch auf etwas gewartet, weil sonst hätten wir es ja abgebrochen. Also das ist jetzt einfach, damit ihr wisst, und 1 Stern Bücher, dann sollten wir uns wirklich fragen, warum wir es nicht abgebrochen haben, wenn wir 1 Stern vergeben. Also letztendlich geht es bei uns, denke ich, runter bis 2 Sterne die meiste Zeit. Und die 2 Sterne Bücher sind einfach nur Bücher, die wir jetzt nicht so gemocht haben. Das andere ist, dass wir es euch so vorstellen, weil besonders ich, ihr wisst es, lese Wohlfühlliteratur, obwohl Wohlfühlliteratur meistens nicht wohlfühlmäßig ist, was da drunter draußen durchkommt. Ich lese, um der Welt zu entfliehen, um einfach mal die Tür zur Realität zuzumachen. Das habe ich euch ja schon erzählt oder mehrfach erzählt. Also hallo auch an alle Neuen. Ich lese aus purem reinen Eskapismus. Ich will einfach abschalten. Ich möchte eine gute Zeit haben. Ich möchte alles hinter mir lassen und in eine andere Realität, in der ich mich wohlfühle. Ich möchte da gar nichts für mein Leben mit rausnehmen oder sonstiges. Ich möchte einfach nur eine gute Zeit haben. Und gerade das ist doch sehr, sehr, sehr persönlich, oder? Das ist doch etwas, wo... Das ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Das ist, was möchte ich erleben? Worauf habe ich... Mit welchen Leuten fühle ich mich wohl? Mit welchen Charakteren? Was habe ich für einen Humor? Was erwarte ich gerade für ein Buch? Und so wie viele von euch lieben Bücher über Australien oder über Afrika. Das sind Bücher... Da würde ich persönlich eher weniger zugreifen. Kann immer mal sein, dass da was zwischenrudert, sozusagen. Aber meine Wohlfühlorte sind zum Beispiel die Südstaaten oder irgendeine Ranch in Montana. Ja, sehr Amerika-lastig. Aber ich bin auch gerne in der Provence unterwegs. England im Moment eher weniger gerne. Aber das wechselt halt auch, ne? Aber Skandinavien ist wieder nicht ganz so meins oder eher gar nicht meins. Aber so hat man doch seine Wohlfühlorte, die Orte, an die man sich zurückzieht. Man hat auch, Mar zum Beispiel liest gerne übers Backen, warum auch immer. Weil es gut riecht. Ja, es hört sich doof an, weil es gut riecht, aber ich kann mir das halt gut vorstellen. Ich backe ja auch sehr gerne, aber ihr kennt ja mein Dilemma, ich backe und ich habe einfach nicht genügend Abnehmer, das ist das Problem. Aber ich mag es einfach, es ist warm, es ist gemütlich, es duftet schön und mir reicht das manchmal, wenn ich das lese, ich muss es dann gar nicht mehr essen. Ich mag es zum Beispiel... Obwohl ich momentan auch nicht so super England-Fan bin, bin ich doch diejenige, die dieses verklärte England gerne mag. Das heißt, diese kleinen Cottages, der Nebel, das Viktorianische, was am besten halt nun mal in England kommt. Stimmt, die Regency lese ich total auch gerne. Das sind eben diese Sachen, George Taylor, das sind halt die Sachen, die ich wirklich gerne lese. Und sind wir ehrlich, die meisten Gruselsachen, die es so gibt, die kommen einfach besser auf einer schottischen Burg oder irgendwo in einem düsteren Herrenhaus, irgendwo umgeben von Moorlandschaft und da ist man in England schon ganz gut aufgehoben. Ich mag es aber auch in Südfrankreich und ich habe momentan ein großes Interesse auch an Amerika. Das heißt, da bin ich momentan auch sehr gerne unterwegs. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich auch Sachen noch entdecke für mich. Das heißt, ich google mein bester Freund, ich gucke mir Sachen gerne halt an. Aber letztendlich ist es etwas sehr Persönliches, was die Seele gerade braucht. Und genau dafür lese ich, um zu wissen, was braucht die Seele gerade. Und deswegen haben wir diesen neuen Aufbau. Und ich werde euch jetzt nur mal kurz sagen, was wir zum Beispiel haben. Wir haben unterschiedliche Aufbaue für unterschiedliche Themen. Genau. Aber zum Beispiel bei Kinderbuch ist es zum Beispiel wichtig, Altersempfehlung. Und ob es für
Erwachsene auch geeignet ist. Ob es wirklich jetzt sehr kindlich ist oder ob ein Erwachsener sagt, hey, das könnte richtig was für mich sein. Das andere, was wir haben, ist zum Beispiel, dass wir über Themen reden, welche Themen besprochen werden. Oder wir haben so etwas wie Triggerwarnung. Wir werden natürlich nicht jede Sache, die euch belasten kann, können wir einfach nicht mit reinnehmen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo ich selber sage, da habe ich geschluckt. Oder ich weiß einfach, dass viele von euch das überhaupt nicht abkönnen. Weil auch Freunde oder so darauf allergisch reagieren. Das ist zum Beispiel das Thema Vergewaltigung, wenn sowas angesprochen wird. Oder wenn Tiere gequält werden oder Kinder misshandelt werden, das sind alles Themen. Oder getötet werden. Oder Krankheiten, da warnen wir euch. Also wenn das da wieder um Demenz und Krebs und was es alles gibt, geht, bekommt ihr von uns eine Warnung, sobald wir das irgendwo in einem Buch entdecken. Also seid nicht sauer, wenn wir mal was übersehen oder wenn ihr dann sagt, da war aber doch was drin oder so. Wir können es euch immer nur von unserer eigenen Warte aus sagen. Aber wir versuchen euch gut zu beraten, weil ein Buch, das für mich nicht gut ist, kann für euch toll sein. Und ein Buch, was für euch toll sein ist, muss für mich nicht gut sein. Und genau deswegen nehmen wir ein bisschen mehr unsere Meinung zurück in den Einzelbesprechungen und reden viel mehr darüber, worum es in dem Buch geht. Wir stellen sie euch halt tatsächlich vor, die Bücher. Und es ist ja auch manchmal, dass man ein bestimmtes Thema sucht. Wie zum Beispiel, man ist selber gerade in der Situation, dass man sich scheiden lässt oder die Eltern lassen sich scheiden. Man weiß nicht ganz genau, wie soll ich damit umgehen. Sind solche Bücher natürlich hilfreich. Ein anderer sagt, ach, das ist momentan so fern von mir. Ich habe gerade geheiratet. Ich bin happy ohne Ende. Ich will an sowas gar nicht denken. Ja, oder ist man das hat, natürlich vielleicht weniger interessant. Oder man hat es gerade durch und sagt, ich will davon nichts hören. Ganz das genau. Andere, was wir mit aufgenommen haben, ist, damit es für euch auch interessanter wird, am Ende ist dann jetzt immer die Sektion ähnliche Bücher oder Filme. Das ist leider nicht immer einfach für uns, weil auf Anhieb fällt uns da oftmals auch nichts ein. Aber wenn wir einen Tipp haben, hängen wir den halt noch mit dran. Genau, und da bitte ich euch dann auch immer, dass ihr Kommentare hinterlasst, in dieser Community halt aktiv werdet, weil ich finde es toll, wenn ich ja jetzt ein Buch habe über eine Scheidung, kommen wir ja gleich noch zu Liebe auch an Regentank, dass ihr dann vielleicht darunter schreibt, hey, ich habe auch ein Buch über eine Scheidung gelesen, das könnte helfen oder so. Manchmal sind die Buch- und Filmtipps ein bisschen weit hergeholt. Ich versuche euch aber zu erklären, warum ich die jetzt ausgewählt habe. Und manchmal sind sie sehr nah dran. Also ja, wir geben uns Mühe. Wir versuchen für euch das Beste rauszuholen. Und hier reden wir jetzt weniger über die Bücher an sich, worum es geht oder so, sondern mehr darum. Über unseren Eindruck. Über unseren Eindruck und vor allen Dingen, wie wir mit den Büchern klarkommen. Es sei denn, wir brechen sie ab, dann erfahrt ihr es hier und im Lesemonat. So, dann sind wir damit durch. Dann kommen wir zu etwas, was ich mir geholt habe oder wir uns geholt haben. Ich habe es mir lange Zeit schon gewünscht. Jetzt war es auf einen annehmbaren Preis gerutscht und ich konnte nicht widerstehen. Es ist das Cat Tarot. Ich wünschte, ich könnte es euch jetzt richtig zeigen, aber die Firma ist ein bisschen heikel, was auch das damit zu tun hat. Ich werde euch aber eine Review dazu abdrehen und ein bisschen darüber reden. Doch, es ist jetzt ein Review-Zweck. Ich rede ja nur über die Karte, ich benutze sie nicht. Das ist halt das Problem, man kommt in ein immer engeres Korsett, was man noch darf und was man nicht darf. Es tut mit Sicherheit niemandem weh, wenn wir euch die Karten zeigen, ganz im Gegenteil. Ihr könntet ja auch sagen, wow, sind die schön, ich möchte die haben. Ich habe sie mir ja auch nur geholt, weil ich sie bei einem anderen YouTuber gesehen habe und habe gedacht, Mann, sind die traumhaft, die muss ich haben. Jedenfalls, dieses Katzentarot hat etwas ganz Besonderes an sich, weil... Vielleicht könnt ihr es sehen. Es sind Persönlichkeiten. Beispiel Marilyn Monroe als Katze. Ihr habt auch eine Harry Potter Karte dabei. Star Wars ist auch mit vorhanden. Leonardo da Vinci. Ihr habt Zorro. Ich zeige euch nochmal. Zorro, ich hoffe, ihr könnt wenigstens ein bisschen was erkennen. Ich glaube, es ist ein bisschen weit weg. Ja, es ist ein bisschen weit weg. Also ihr habt ganz, ganz viele, ihr habt eine Star Wars Karte. Ihr habt also, ja, es sind tolle Farben. Gut, die stinken ein bisschen, aber okay, darauf gehen wir dann in der Review ein. Aber
Es ist einfach Tim und Struppi. Ich kann mich nicht satt sehen an diesen Karten. Und tatsächlich ziehe ich mir nach langer Zeit jetzt wieder Tageskarten. Und zwar hiermit. Weil die Karten sind, also dieses kleine Heftchen, was dabei liegt, es ist mehr ein Ratschlag. Es ist nicht wirklich Tarot. Natürlich sind da die Stäbe und so weiter, aber es ist mehr halt eine Botschaft der Karten. Worauf man vielleicht achten sollte oder was man machen sollte. Ich finde das wirklich sehr hilfreich. Ich gucke gerade mal. Wenn man mal so gar nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Und in der Bredouille stecke ich ziemlich häufig. Es gibt eine Barbara Cartland-Karte. Ja. Die ist mir nicht aufgefallen. Müssen wir sie nochmal anschauen. Barbara Catsland. Vielleicht sollte es auch irgendjemand anders sein. Ich gucke gerade mal. Ah, da. Harry Ketter. So, Harry Ketter zum Beispiel hat den Spruch, in der Schule, in der du dich befindest, musst du bestimmte Lektionen lernen. Vor allem aber musst du dich selbst finden. In deinen Schwächen und in deinen Stärken. Das ist ein kurzer Text, das eignet sich super für eine Tageskarte. Oder wenn man sagt, okay, was sollte ich jetzt einfach tun? Es ist sehr, sehr schön, es ist kurz, es passt nicht wirklich zum Tarot. Also ich glaube, ich werde mir das für die Review nochmal ganz genau angucken. Weil wenn ihr jetzt sagt, die 5 der Stäbe, habe ich nur einen vagen Eindruck davon, welche Karte dahinter steckt. Ich muss sie mir wirklich ansehen. Und dann werde ich auch mal gucken, wie sehr die Aussagen, ich jetzt sagen würde, die stimmen überein. Aber wenn ich mir das richtig durchgelesen habe, ich habe es nur überflogen, den Einleitungstext, ist das halt entwickelt worden, weil man sich ja oftmals fragt, was würde der und der in der Situation tun? Und genau dafür hat sie es gemacht, dass man diese Person hat, ob es jetzt Red Butler ist oder Frodo von Herr der Ringe oder so. Ich verlinke euch das jedenfalls unten und ich glaube, damit könntet ihr richtig euren Spaß haben. Also wir haben sie uns jetzt bei Amazon bestellt, weil der Preis momentan wirklich richtig gut ist. Die waren schon deutlich teurer. Ja. Genau. Und man weiß auch nie, wie lange Tarots genau auf dem Markt sind. Also Tarots haben teilweise richtig fette Sammlerwerte. Gut, dann spielt man aber auch nicht damit. Gut, ich bespiele sie. Aber ich habe gesehen, ein anderes Katzentarot liegt so ungefähr bei 400 Euro. Ich meine mal, ne? Wenn die Tarots vom Markt gezogen sind, dann werden sie teuer. Es ist also auch eine Wertanlage, keine Ahnung. Aber es ist jedenfalls etwas, was man auch gut sammeln kann und sie laden ja auch ein zum Sammeln. Also ihr wisst Bescheid, das habe ich mir geholt. So, dann kommen wir jetzt zum ersten Buch. Die Review schon oben oder wie auch immer wir das nennen wollen, ist die Buchvorstellung. Ich blende euch hier das Cover ein. Es ist Liebe auch an Regentagen. Und ich muss sagen, bei dem Buch, es hat mich ein bisschen deprimiert zurückgelassen. Ein bisschen ist gut. Ja, es war jetzt nicht so, dass es wirklich am Ende so ist, dass es runterziehen soll, aber alles, was davor passiert ist, hat mich einfach so runtergezogen. Ich bin durcheinander gekommen. Ich meinte das andere. Alles klar. Oh. Nein, alles gut. Nein, also es hat mich ein bisschen... Ich hatte einfach kein gutes Gefühl, als ich aus diesem Buch herausgekommen bin. Und aber trotzdem, es geht um Scheidung, es ist etwas, was euch vielleicht gefallen könnte, also guckt mal in die Review rein. Es ist ein sehr ruhiges Buch, ich fand es ein bisschen zu dramatisch an manchen Stellen, weil ich es einfach schöner gefunden hätte, das wäre nur ein Scheidungsroman gewesen über normal Scheidung und nicht so viel dann noch mit Drama und Effekten. Nur nicht mal Drama. Es war, ja, ich habe es in der Review gesagt, wie so ein EKG. Das heißt, nicht so eine Spannungskurve, die dann nochmal abflacht und dann wieder spannend wird, sondern wirklich so ein dramatischer Punkt und dann, naja. Keiner mehr. Ich mochte aber die Charaktere und habe mich allgemein wohl gefühlt. Nur am Ende war ich so, nee. Und damit werde ich jetzt entlassen ins Reich der Träume, weil es war abends. Und dann habe ich den fatalen Fehler gemacht und habe ein anderes Buch, das ich als Rezi-Exemplar übrigens liebe, an Regentagen ist ein Rezi-Exemplar. Ich habe den fatalen Fehler gemacht und habe mir noch ein anderes Rezi-Exemplar dann angesehen. Wie gut, dass mein Unterbewusstsein gesagt hat, überflieg nur die ersten Seiten. Ich blende es euch jetzt ein, müsste ich, wenn ich es nicht vergesse, ist es ein Schotte im Gepäck. So, auch ein Rezi-Exemplar, wie gesagt. Und wenn ihr den Titel hört, denkt ihr irgendwie an einen lustigen Roman oder einen heiteren Roman in den
Highlands, da sitzt ein kleiner Hund, da ist ein Cottage hier im Hintergrund. Ihr seht ja das Cover gerade. Also man denkt ja an nichts Böses. Es hat mir den Abend ruiniert. Ja, mir gleich mit. Ich war so geschockt. Ich gehe aus dem anderen Buch raus, möchte jetzt einfach nur noch etwas haben, was mich ein bisschen entspannt. Und dann schlage ich dieses Buch auf und denke, eine nette Komödie, so wird es ja auch angeboten, mit ein bisschen einer Treasure Hunt, also so einer kleinen Schatzsuche und so weiter fürs Fernsehen, hörte sich super süß an. Und ich dachte, so, jetzt holst du dich noch ein bisschen aus diesem Tief raus. Im Prolog kommt es, ich glaube, zu einem Terroranschlag. Sie ist vor Ort mit einem Kamerateam. Eine Frau kommt zu Schaden. Ich habe mir nicht durchgelesen, was genau passiert. Ihr Hund auch. Die Frau stirbt dann auch. Also wir sind alles beim Prolog. So, und der Hund, da ist das Bein zerschmettert. Ich halte mich relativ kurz. Also sie packt den Hund aber ein, fährt mit ihm dann in die Tierklinik und die Besitzerin ist jetzt mittlerweile tot. So, und sie sagen, okay, weil keiner die Kosten übernimmt, werden wir den Hund einschläfern. Sie sagt, nicht so schnell. Ich komme, ich muss noch mit meinem Chef reden, irgendwie sowas in der Richtung. Wie gesagt, ich habe es nur überflogen. Und dann abgebrochen habe ich es tatsächlich, als sie mit dem Tierarzt redet und er sagt, entweder einschläfern, halbes Bein ab oder ganz Bein ab. Und da habe ich gedacht, nein. Ihr wisst, wie ich mich anstelle mit sowas. Und ich finde, es hat nichts in so einem Roman zu suchen. Es hat mir den Rest des Abends richtig verdorben. Ich fühlte mich betrogen. Ich fühlte mich mies. Ich war schlecht gelaunt. Mal ist richtig abgegangen, als ich ihr das dann erzählt habe. Ich halte mich jetzt auch vornehm zurück. Ja, Mal ist richtig wie, kennt ihr noch diese HB-Männchen-Werbung, so richtig in die Luft gegangen halt. Und hat sich riesig darüber aufgeregt. Ich finde es nicht passend für so einen Roman und ich kann der Autorin jetzt nicht mehr vertrauen, dass nicht nochmal sowas kommt. Und ich habe seitdem ein großes Problem mit Rezensionsexemplaren. Ja, und ich meine, das ist einfach, ich empfinde es ein bisschen auch als Gemeinheit, weil man nicht darauf vorbereitet ist. Es ist ja etwas anderes, wenn man weiß, das ist ein dramalastiges Buch, kann ich mich nachher nicht beschweren. Aber wenn es ein Buch ist, ein Schotte im Gepäck, hört sich doch lustig an, dann noch diese Idylle da vorne drauf und dann wird man mit so etwas konfrontiert. Dem Hund wird es gut gehen. Davon gehe ich einfach felsenfest aus. Gut, bitte, aber das Problem ist, ich möchte niemals in der Realität vor so einer Entscheidung stehen. Und jeder, der ein Haustier hat, weiß, wie fürchterlich so etwas ist. Ich fand es auch ganz fürchterlich, wie diese... Es ist ganz schrecklich, um vor allen Dingen von einem Tierarzt vor so eine Option gestellt zu werden. Das wünscht sich niemand. Ich fand es auch ganz furchtbar, wie die Besitzerin da liegt, mehr oder minder ja im Sterben und nur noch sagt, mein Hund, mein Hund. Also das fand ich grausig, ganz furchtbar. Das ist nichts für mich. Also wenn ich einen Wohlfühlroman habe... Da werde ich ganz schnell, ganz, 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 ganz emotional. Das geht gar nicht. Und wenn ich einen Wohlfühlroman habe, möchte ich mich wohlfühlen. Da möchte ich aufgehoben sein. Da möchte ich nicht mit etwas konfrontiert werden, woran ich überhaupt nicht denken möchte. Also ihr wisst es, ich habe es abgebrochen. Ja, ich habe es abgebrochen. Ich habe es abgebrochen. So, aber zu dem Thema Rezensionsexemplare. Wir wollen noch gar nicht weiter darauf eingehen. Zum Thema Rezensionsexemplare hat Marder noch Dark Charm. Ja, so, Moment. Sich ja angefordert gehabt. Und so, ich zeige euch das. Ich kann mich da auch nicht beschweren. Es sieht schon ein bisschen dunkler aus. Mal ist nämlich auch auf ihr kleines süßes Nieschen gefallen mit den Sachen. Und ich mochte eigentlich hier hinten, was da drauf steht und so weiter. Hab gedacht, okay, es ist ein Jugendbuch ab 14 Jahre. Und das Buch fängt, also spielt New Orleans, finde ich ja toll. Spätestens seit Küss dem Frosch mit Voodoo und so weiter. Natürlich ein bisschen dunkler schon, klar. Aber ich habe es jedenfalls aufgeschlagen, habe mich riesig drauf gefreut. Und dann geht das schon gleich damit los, dass das Mädchen Jude von ihrem Vermieter zusammengeschlagen bzw. zusammengetreten wird. Sie hat einen lockeren Zahn, sie kann halt die Miete nicht bezahlen und das ist nichts Schönes. Nichts Schönes in diesem Buch. Also außer, dass sie dann so ein Kettchen geschenkt kriegt, aber ansonsten ist da nichts. Ich bin jetzt bis auf Seite 50 gekommen und ganz ehrlich, ich strecke die Flügel.
weil mich das einfach runterzieht. Ihr Vater ist auch noch schwer krank und ich bin jetzt gerade bei einer Stelle, wo dieser Mann sich nochmal aufrappelt, um etwas für sie zu tun, und sie reagiert, weil sie jetzt ja von der Voodoo Queen da halt besessen ist. Das ist nichts, wo ich, wer weiß, wie weit vorausgreife, das steht auch hinten drauf. Und sie verhält sich dann so fies gegenüber ihrem Vater und ich weiß es nicht, ich will das nicht. Ich muss mich nicht in ein absolutes Tal der Armut, der Brutalität, der Hoffnungslosigkeit und so weiter begeben. Also sie mag zwar ein Mädchen sein, das sich nicht runterkriegen lässt, aber ich brauche das nicht. Aber der Grundtenor von der ganzen Sache ist jetzt, dass wir uns mit Rezensionsexemplaren nicht wohlfühlen. Wir haben sie ja immer angefordert, damit, oder jetzt auch verstärkt angefordert, damit wir aktuelle Bücher für euch haben, sie euch vorstellen können. Und wir ziehen jetzt eine Linie. Genau, ganz ehrlich, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich habe 2 Rezensionsexemplare auf dem Reader als E-Books und ich muss sagen, ich will sie nicht lesen. Hat gerade den Punkt, weil ich möchte sie abbrechen können, wann ich will. Und ich möchte mich deswegen nicht schlecht fühlen müssen, weil irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Ich habe ja auch immer das Gefühl, man fordert beim Verlag ein Rezensionsexemplar. Das bedeutet, ich bekomme ja einen Job. Das heißt, der Job heißt, du liest das Buch und du rezensierst es. Ohne natürlich, dass es besonders gut sein soll. Aber es sollte also nicht besonders positiv besprochen werden. Also die Vorlage hat man ja nicht. Aber ich bekomme das und ich bin damit ja einen Job eingegangen. Und jetzt stehe ich hier und sage, ich fühle mich mit diesem Buch absolut nicht wohl. Ich will es einfach nicht weiterlesen. So, und wir haben ganz, ganz lange und intensiv diese Woche gesprochen und es gibt so viele Bücher, die sind vielleicht auch schon älter, aber deswegen sind sie nicht schlechter. Und ich glaube, wir schreiben es uns jetzt wieder mehr auf die Fahne zu sagen, wir gucken auch bei den älteren Büchern, was ist wirklich toll. Es ist ja nicht mehr wie früher. Ich kann mich erinnern, wenn ich früher noch mal ein Buch haben wollte, was ich irgendwann mal gelesen hatte, war das schwierig. Heutzutage stehen euch alle Möglichkeiten dank Internet halt offen und es ist kein Problem, auch ein älteres Buch zu bekommen. Außerdem gibt es die Tauschregale. Ja. Ihr habt sowas wie Rebuy. Ihr habt die Bücherei. Ihr habt, ja, Bücherei. Ihr habt E-Books, jetzt viele ältere Bücher kommen halt als E-Books verstärkt nochmal raus. Da habt ihr dann auch wieder Verlagen. Das Glück mit der Online. Natürlich könnt ihr euch Bücher kaufen, sonst wäre ja auch schlimm, wenn das keiner mehr täte. Dann würden sie auch nicht mehr hergestellt. Naja, gut, ich habe da noch eine ganz andere Sache. Ich denke, dass die Bücher Kaufsache vielleicht rückläufig ist, aber als Autorin bei Amazon kann ich nur sagen, dass sowas wie Kindle Unlimited natürlich mega toll ist, weil ihr dafür, damals war es so, ich habe mich lange schon nicht mehr damit beschäftigt, ihr werdet für gelesene Seite halt dann letztlich bezahlt. Und das, finde ich, ist eine tolle Art. Ihr habt ein Abo, so wie alles jetzt per Abo läuft. Und ich glaube, dass das ein großer, großer Markt ist, der im Moment einfach gänzlich verpasst wird. Und ich freue mich darauf, wenn irgendwann es heißt, nicht nur Kindle Unlimited, weil das ja viel nur diese Kindle-Bücher sind, sondern die sich die alle Verlage zusammenschließen, so etwas Ähnliches aufziehen wie Lovely Books zum Beispiel und sagen, okay, das ist jetzt unsere Plattform, wo es Abos gibt, wo ihr für 10 Euro im Monat könnt ihr so viel lesen, wie ihr wollt, und die Verlage und Autoren werden danach bezahlt, ob die Bücher gut sind, ob man die auch wirklich zu Ende liest, wie viele Seiten davon gelesen werden, fände ich toll, finde ich auch nur sinnvoll für die Zukunft. Aber letztendlich. Okay, ich bin ein Leser, der gerne das gedruckte Buch in der Hand hält. Das ist eben das, was mir viel Spaß macht. Es ist halt zweigleisig, aber ich finde, da wird im Moment noch ein Markt übersehen. Vielleicht gibt es sowas schon und ihr sagt, hey, gibt's doch schon längst. Sina, wohnst du hinterm Mars? Dann sage ich, oh, dann lasst mal wissen. Aber eigentlich finde ich das gut und dieses Konzept, denke ich, hat Zukunft, weil wir alle an Abos mittlerweile gewöhnt sind. Ich habe ein Abo bei Disney Plus im Moment laufen und eins bei Spotify und ich glaube, man ist diese Abo-Sache, man ist sie einfach gewöhnt und ich finde sie toll. Also
Und ich habe die Online, das ist ja auch ähnlich wie ein Abo. Grundtenor jedenfalls ist, ihr kommt an ältere Bücher jetzt mittlerweile leicht ran. Genau. Und ich finde es auch schade, diese ganzen Backlist-Titel, dass sie... Bücher haben ja schon einen schweren Start in den Buchhandlungen, wenn sie keine Spitzentitel sind. Und einfach jetzt mal diese alten Schätzchen wieder zu beleuchten und vor allen Dingen, ich möchte nicht ein Buch lesen, was ich nicht mag. Ich möchte nicht etwas lesen, wo ich sage, ich habe jetzt eigentlich keine Lust darauf. Das wird dem Buch dann auch nicht gerecht. Dann werde ich über dieses Buch, dann kriegt es nur 2 Sterne oder so. Aber einfach nur, weil ich nicht in der Stimmung war. Weil wenn ihr das anfordert, dann müsst ihr auch relativ schnell sein manchmal. So, und dann kommt es an und dann sollt ihr es lesen. Aber ihr seid gerade vielleicht überhaupt nicht in der Stimmung, das zu lesen. Wie ich jetzt gerade diese Wohlfühlromane, diese richtigen Wohlfühl-Frauenromane. Ich vertraue denen gerade nicht so unbedingt. Und ich möchte einfach mehr Freiheiten haben. Das heißt, es wird ein bisschen weniger aktuell. Ich habe außerdem ein Buchsub von 84 Büchern. Ma hat irgendwie 126 Bücher, die sie aktuell sagt, ach, die würde ich gerne lesen. Dazu hat sie noch 3 große Taschen, wo sie sagt, das ist mir im Moment ein bisschen zu hochwertig. Dann kommen dann noch die 2., 3., 4. Teile, die ich ja irgendwo schon gehortet habe. Ja. Also es ist ganz schön immens. Und da sind nicht die Sachbücher bei, wir reden hier von Romanen. Und sind wir ehrlich, ich war diese Woche erstmal wieder in der Bücherei und habe mich auch wieder eingedeckt. Es ist ja so, als wenn man hier nichts stehen hat. Aber ich möchte einfach die Auswahl haben. Ich möchte sagen können, oh ja, das ist ein Buch, das spricht mich gerade im Moment total an. Das möchte ich jetzt lesen. Und ich bin nicht unter Druck. Und ich glaube, das kommt euch zugute, das kommt uns zugute. Okay, und die Top-Titel, sind wir ehrlich, die bekommt ihr überall. Die stellt euch, werden euch überall vorgestellt. Die sind ja auch auf den Bestsellerlisten, oder? Das sind die Spitzentitel und so weiter. Ihr verpasst da nicht viel. Und wenn diese Schätzchen dann ja alt sind oder anderthalb oder so, dann tauchen sie vielleicht dann schon bei uns auf, obwohl die Büchereien eigentlich auch sehr aktuell sind. So, und jetzt machen wir auch weiter mit den anderen Sachen, genau. Sonst kommen wir nämlich nicht durch. Wenn wir die jetzt, Befürchtung habe ich sowieso schon. Ja, wenn wir jetzt nämlich irgendwann einfach weg sind, werde ich dahinter wahrscheinlich nichts mehr schneiden können. So, weil ich dann wieder Probleme mit dem Hochladen bekomme. Also, geht's jetzt schnell durch. Midworth. Ma hat den 5. Teil von Midworth gelesen. Ich blende ihn euch hier ein. Also, das ist ein netter, kleiner Krimi aus den 20er Jahren. Das ist eine Also nicht Reihe, aus den 20er Jahren. Ja, spielt in den 20er Jahren. Mein Gott, wie kann man nur so pingelig sein? So, das ist jetzt nichts Weltraumbewegendes, dass ihr sagt, wow, das ist die Offenbarung, aber es ist angenehm einfach. Es ist nicht blutrünstig oder so, es ist so ein Häkelkrimi halt. Ihr bekommt aber die ersten 4 Teile bekommt ihr schon bei Spotify als Hörbuch und könnt euch die da anhören. Es ist glaube ich ein Autorenteam und die haben auch irgendwas mit Sheringham geschrieben. Also falls ihr die gehört habt, dann seid ihr da auch richtig. Also da passiert zumindest in dem Teil, den ich gelesen habe, passiert nichts Böses. Also Böses schon, aber ihr wisst schon, man kann gut damit umgehen. Ja, es ist nicht brutal, es ist nicht blutig. Genau. Ma hat gesagt, das kannst du auch lesen. So ist es. Ja. Also Midworth, ihr wisst es, ja. So, dann hast du gelesen Verliebt in einem Vampir. Auch das blenden wir euch jetzt hier ein. Das ist Band 2 der Reihe um die Agnos. Und das ist ganz wichtig. Die Reihenfolge bei Amazon und beim Lix Verlag ist eine andere als von der Autorin. Wir gehen nach der... wie die Autorin das geschrieben hat, Lix Verlag, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also. Ist ja auch egal, ihr könnt die unabhängig voneinander lesen. Es ist halt eine Vampirfamilie, die Agenos, die Kinder haben und die müssen irgendwie unter die Haube gebracht werden. Es ist halt sehr viel Liebe, ihr habt da auch explizite Sexszenen, ihr habt Spannung, aber ihr habt auch Humor und sie sind keine blutrünstigen Vampire. Ich fühle mich in diesen Romanen einfach sicher. Ich weiß, da passiert nicht wirklich irgendwas ganz, ganz Grausames. Also von daher ist das von mir wirklich eine Empfehlung, falls ihr diese ein bisschen Romanze haben wollt, ein bisschen Liebe haben wollt, Humor und dazu noch die Spannung. Außerdem könnt ihr die Bände einzeln lesen. Ja. Ihr könnt quer einsteigen, wenn euch irgendein Buch von hinten in die Hand flattert oder so, lest es. Es ist eh klar, wenn ihr das Buch aufschlagt, wer wen bekommt und ob ihr die
Pärchen aus den anderen Büchern schon kennt. Und wir hatten einen netten Kommentar drunter. Es gibt wohl jedes Jahr 2 neue Bände. Und das ist gut so. Da weiß ich, es gibt noch ordentlich Futter für mich. Ja. So, übrigens, die Lilien sind echt. Die hat Ma jetzt nachträglich zum Geburtstag gekriegt. So, dann noch ein Buch, das Rezi-Exemplar war und Ma abgebrochen hat, ist Prost auf die Wirtin. Ja, Prost auf die Wirtin fand ich, sah süß aus mit dem Dackel vorne drauf. Und ich habe ja eine Vorliebe für Süddeutschland. Ich bin ja nicht so das Nordlicht, ich bin ja eher da unten im Süddeutschen. Fühle ich mich ein bisschen wohler. So, und ich habe gedacht, okay, lese das mal. Ich glaube, Traunstein, da waren wir auch schon mal da in der Gegend. Und es ist auch wirklich so gut zu lesen, nur es gibt halt, es geht dann irgendwann auch noch um einen Metzger und dann kommt noch eine Jagdszene und da habe ich gesagt, Ende in Gelände. Wir sind zu vegetarisch für solche Bücher. Weil ihr wisst es ja, bei einem Krimi geht es dem Bösen immer an den Kragen, aber wenn irgendwo ein Tier umkommt... Ist das Hobby, ist das Sport? Und ist das Sport zum, und vor allen Dingen, es ist doch gar nicht heutzutage mehr nötig. Und ich will da überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Auf alle Fälle ist das nichts für mich und da bin ich jetzt auch ausgestiegen. Das war auch ein Rezensionsexemplar und da seht ihr mein Drama oder unser Drama. Genau, also das ist auch abgebrochen. Es wird mit uns in den Rezensionsexemplaren nicht. Etwas, wo Tiere zu Schaden kommen, und zwar Stofftiere, liest man auch gerade. Genau, so. Und das habe ich tatsächlich gefunden. Ich bin wie in Trance auf eine Stelle zugegangen. Ihr wisst, bei diesen Kaufhäusern, aber ihr wisst, was ich meine. Supermarkt, das schwarze Brett, wo diese ganzen Sachen dranhängen. Und da hatte jemand, weil es kein Tauschregal gab, dieses Buch hingelegt. Genau. Und ja, jetzt ist es unser Buch. Jetzt ist es unser Buch von Tim Davis, Amber Will. Und da geht es tatsächlich, alle handelnden Charaktere sind Stofftiere. Und es hört sich ja so ganz süß an, aber auch die sind organisiert. Es gibt da einen Casino-Besitzer, der so der Pate von der Stadt ist. Das ist eine Taube, die ganz schön böse ist. Die hat Gorillas, die alles auseinandernehmen, wenn die Taube das möchte. Und es geht so ein bisschen Erik Bär und seiner... Emma Kaninchen. Ja, seiner geliebten Emma Kaninchen soll es an Kragen gehen. Und merkwürdige Dinge passieren. Es gibt eine Todesliste und eine Kinderliste. Und das alles ist ziemlich spannend, völlig anders mal. Und ich genieße das gerade im Moment absolut. Das ist, war wohl vor ein paar Jahren auch sehr beliebt. Und mir macht es gerade richtig Spaß, muss ich sagen. Also ist von 2008. Also diese, zum Beispiel habt ihr noch eine Schlange, die eine große Rolle spielt, die ganz schön hinterlistig ist. Ihr habt eine Gazelle, die homosexuell ist und die auch Kunden hat. Und ihr habt, eine Krähe, die auch ein Raben, der eine große Rolle spielt. Also momentan finde ich das jedenfalls sehr, sehr interessant und mal völlig anders. So, ich habe für euch schon abgedreht. Ich habe das nämlich, gestern hatte ich so einen Tag, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und konnte lesen. Das war Heiße Liebe zum Dessert. So, von Jennifer Crusie hatte ich nämlich schon dieses Buch gelesen, Der Cinderella Deal. Ich habe es euch schon mehrfach gezeigt. Das fand ich gut, hat mir Spaß gemacht zu lesen und irgendwann hatte ich mir das hier aus dem Grund mitgenommen. Und, Engel-Exemplar, ihr seht's. Sie schreibt aber mit jemandem zusammen. Ja, mit Bob Mayer. Und genau. Letztlich, ihr habt dazu schon eine Besprechung. Ich habe anfangs sehr, ich hatte eine ganz andere Lesegeschwindigkeit in dem Buch. Ich habe erst gedacht, es liegt daran, dass ich hier das im Buch lese. Aber letztlich lag es daran, dass immer sehr viele Personen in einer Szene vorkamen. Und deswegen war meine Lesegeschwindigkeit echt mies. Aber es ist ein 5-Sterne-Buch geworden. Ich hatte richtig meinen Spaß. Und lasst euch hier nicht in die Irre führen. Es ist ein Action-Krimi-Komödie mit einer Liebesgeschichte und es sieht im Englischen ganz anders aus und es heißt da Agnes und der Profikiller und ich heiße Liebe zum Dessert. Also das zum Thema Cover lassen. Und aber guckt euch das an. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es spielt in den Südstaaten und ja,
So, was haben wir da? Nimm einfach, bau einfach ab. So, dann habe ich mir ausgeliehen aus der Bücherei Krimi, Mord und Totschlag in der Literatur von Katharina Marenholz und Dawn Parisi. Und ich muss sagen, ich finde das richtig toll gemacht. Haben wir nicht auch schon eins? Ja, wir haben Shakespeare und wir haben Literatur. Genau, und Krimi muss ich jetzt also auch noch haben. Da wird euch also, werden euch die wichtigsten Werke der Kriminalgeschichte erklärt, also in Kurzzusammenfassung und ja, was, wie unterscheidet man die Krimi-Arten, was für Detektive gab es, wie hat sich das alles verändert, und ich muss sagen, das ist richtig, richtig toll gemacht. Ich zeige euch hier zum Beispiel kein Ermittler, kein Krimi, Vorläufer der Krimi-Literatur. Ihr habt dann also auch immer noch solche Zeichnungen da drin. Oder hier zum Beispiel vom Genie zum harten Hund. Ja, und ich muss sagen, ich finde das sehr informativ und gut gemacht und man hat einen tollen Überblick über die Krimis. Ja, so, dann haben wir Nachtlilien oder was auch immer. Genau, von Laura Parker, Nachtlilie, den Roman hatte ich jetzt gelesen. Den hat Sina mir abgetreten, weil ich einfach mal was Leichtes haben wollte. Ich hatte jetzt ziemlich anspruchsvoll, also ich will nicht sagen anspruchsvolle Bücher, aber Bücher, die... Kommen wir ja gleich zu. Es genau. War Gone Girl und der Mann, der zu träumen wagte, genau. Und Mar war angefressen und hatte einen leichten Buchkater danach. Genau, so. Und von daher brauchte ich jetzt einfach eine Entspannung. Das Buch ist halt, es geht halt auch um Geister, um eine Frau, die ja eigentlich schon die alte Jungfer ist. Dann kriegt sie nächtlichen Besuch und wir wissen, was dann passiert. Und es ist so ein bisschen mysteriös, ob er ein Geist ist oder nicht. Und das fand ich eigentlich, war so diese Idee dahinter, dass man da ganz lange im Dunkeln getapst hat. Es gibt Geister in diesem Buch, ganz klar. Mir hat das eigentlich gut gefallen, dieses düstere Landhaus. Hat zwar auch nur 3 Sterne bekommen, aber das lag mehr an dieser Arbeiterproblematik, die da noch dahinter hing. Und es hat mich letztendlich nicht völlig vom Hocker gerissen, aber es war ein okay Buch. Es war ein okay Buch, was ich gerne gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob ich mich in 5 Jahren noch daran groß erinnern werde. Ja, ich habe nicht immer noch. So, dann habe ich hier Der Mann, der zu träumen wagte von Grainy Simsion. So, das ist ja der, der auch das Rosie-Projekt geschrieben hat. Hier seht ihr es nochmal. Ja, das war jetzt aus so einem Buch, wo ich gesagt habe, eigentlich tolle Idee, was macht man, wenn eine alte Liebe wieder auftaucht, wie verhält man sich da korrekt und so weiter. Aber mir war das dann zum Schluss, ich mochte die Charaktere nicht, ganz ehrlich nicht. Es ging mir auch sehr viel zu viel um Alkohol, ich mochte das Essen, fand ich widerlich, was, ging zu was viel, serviert wurde. Es ging zu viel um Sex. Es also ging zu viel um Sex, es ging einfach im Grunde genommen auch im Grunde genommen um Egoisten. So sehe ich das jedenfalls. Für mich war da weniger Liebe drin und ich weiß nicht, wovon er da geträumt hat. Marva hatte einen motivierenden Roman erwartet, der sich mit der Farbe... Schönes. Irgendwas ja. Schönes, und es war halt für sie ein Reinfall. Ja, ich fand es jetzt wirklich nicht schön, obwohl Südfrankreich und Landhaus, aber... Es war für Marva ein Reinfall. Ich mag die Charaktere nicht. Ich fand ihn, den Protagonisten... unmöglich im Grunde genommen. Ja, aber da würde ich euch zu viel vorwegnehmen. Also ich fand ihn unmöglich, weil er eben unmöglich war. So. Es geht aber auch ganz viel um Musik und es gibt hinten noch so eine Liste, die finde ich ganz interessant, aber es war kein Buch, wo ich gesagt habe, man geht mit einem... Ich bin aus dem Buch nicht mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ja. So, und dann haben wir noch am Schluss Gone Girl. Ja, wir hatten hier schon darüber gesprochen. Mar hat schon die Bewertung dazu, oder die Buchvorstellung ist dazu oben. Ja. Und das waren jetzt diese beiden Bücher hintereinander. Und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt einfach nur irgendwie ein bisschen Liebe, ein bisschen Kitsch, ein bisschen blub und bloß den Kopf im Moment gerade nicht anstrengen. Und eine von euch hat uns zu Gone Girl geschrieben, dass sie den Film und das Buch langweilig fand. Und da seht ihr mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Also, und das kam genau zu dem Zeitpunkt, wo wir uns wirklich überlegt haben, noch am Überlegen waren, ob wir das wirklich so machen, dass wir unsere Meinung halt ein bisschen mehr zurücknehmen.
euch das zwar sagen, was wir über das Buch wirklich denken, aber jetzt nicht mehr so die Kritiker sind und die kritteln und versuchen euch dann zu sagen, was alles verkehrt läuft an dem Buch, sondern euch wirklich einfach die Bücher vorzustellen und damit ihr abschätzen könnt, ob es euch gefallen könnte. Also ich muss sagen, dass ich es genial fand, aber es hat mich nicht besser über die Rasse Mensch denken lassen. Und das ist wieder so eine Sache, was bei mir jetzt noch sehr lange nachklingen wird. Und von daher, ja, ich fand, natürlich ist da weniger Action drin, es ist halt ein psychologischer Krimi. Ja, es ist ja auch kein Thriller, es ist ein Krimi. Ein Kriminalroman, glaube ich. So, ich habe mir erstmal einen Unterschied angeguckt, aber so ganz durchsteigend tue ich da auch noch nicht. Okay, meine Lieben, gut. So, das war's von uns. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Zeit und wir sind noch im Zeitlimit geblieben. Yay! Ganz genau. Nächstes Mal gibt es hoffentlich wieder mehr Zeit für die einzelnen Bücher und weniger Zeit drumherum. Vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen die Zeit mehr im Auge behalten. Ich werde jetzt jedenfalls gleich mir nochmal einen schönen Tee kochen und dann werde ich mich auf der Couch zusammen rollen mit Emmy und werde noch ein bisschen Amberville lesen. So, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann immer wir euch erwischt haben. Bis dann.